Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen Zuhörern zu unserem heutigen Webinar bei JFD Brokers. Mein Name Stefan Friedrichowski. Langsam gewöhne ich mich hier auch an diesen Sendeplatz und freut mich natürlich sehr, dass ihr schon wieder so zahlreich hier dabei seid und auch schon mal gleich vielen herzlichen Dank für die herzlichen Grüße, die hier gerade schon durch den Chat oder durch diesen Fragenkanal reingereicht werden. Also kleiner Hinweis, ihr könnt mich gerne direkt beim Vornamen nennen. Ihr merkt, auch bei mir in der Sprache ist meistens, ich rede von euch und das entspricht natürlich auch der Du-Form. Also gerne gleich das Du. Soll überhaupt gar kein Problem sein. Gilt auch für E-Mails, die mich erreichen. Gerne könnt ihr auch da direkt auf den Stefan zugreifen. Mein Nachname ist ohnehin grottenlang und sehr kompliziert. Schreibt man sowieso wahrscheinlich dann auch noch falsch. Ist aber auch kein Problem, um Gottes Willen. Schön, dass ihr da seid, hier bei JFD Brokers, bei unserem nächsten Webinar. Und ihr wisst ja, dass das Gesamtpaket, die vielen verschiedenen Arten von Webinaren, findet ihr ja immer auf der Homepage von JFD und ist immer wieder was Neues dabei. Ich habe auch schon wieder zwei Sachen für den Mai geplant, sind dann auch in Kürze online. Ich habe noch nicht geprüft, ich glaube, sie sind noch nicht online. Aber auch mich gibt es dann wieder im Mai mit den nächsten zwei Themen. Heute haben wir das Thema DAX Seasonal Trading Strategie. Naja, ich greife mal die Wörter nacheinander auf. DAX ist natürlich sowieso klar. Damit ist schon mal klar, über welches Underlying wir heute hier reden und uns auf welches Underlying wir uns hier heute fokussieren. Seasonals dürfte vielleicht dem einen oder anderen auch schon bekannt sein, schon mal gehört. Da ist schon mal die Rede von Saisonalitäten. Ich habe das bewusst hier einmal auf Englisch gelassen, weil ich weiß gar nicht, ob jemand selbst in der deutschen Literatur oder deutschen Börsennachrichten das Saisonalitäten nennt. Ist mir ja auch egal. Müssen wir natürlich genauer mal definieren, was das eigentlich wirklich heißen soll und wie wir das dann schließlich und endlich für eine Trading-Strategie auch entsprechend umsetzen können. Da gibt es halt wirklich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und obwohl der DAX gar nicht prinzipiell zu meinen Lieblingen gehört, was das Traden angeht, dafür ist er jetzt dann doch sehr geeignet. Also seid gespannt. Geht sehr einfach, sehr überzeugend. Und das Ganze ist natürlich dann richtig schön, weil es wirklich durch seine Einfachheit besticht und man auch keine, man braucht nachher nicht irgendwelche großen Excel-Sheets oder irgendwas, um diese Trading-Strategie in ein echtes Konto umzusetzen. Das geht ganz einfach, auch wenn ich natürlich heute auch mal wieder ein Excel-Sheet zeigen werde, wo die Strategie entwickelt wird und wo die Begründung natürlich der Strategie dann auch herausgearbeitet wird. Ich hatte es letzte Woche schon mal in dem ersten Webinar gesagt, ich trade halt nur das, was ich auch nachweisen kann, dass es zumindest mal funktioniert hat. Das heißt immer noch nicht, dass es in der Zukunft funktioniert, aber ich bin dann zumindest schon mal grundsätzlich auf der besseren Seite. Bevor wir wirklich losgehen, zwei Sachen wie immer. Kurz einmal, ihr findet schon in dem GoToWebinar Control Panel die Folien von heute. Die könnt ihr euch herunterladen. Aber wie immer gilt auch das Angebot, wem am Ende hier noch irgendwas fehlt, auch meinetwegen das Excel-Sheet, was ich nachher zeigen will. Einfach kurze E-Mail hier an s.friedrichowski@jfdbrokers.com und ich schicke es euch auch entsprechend dann gerne zu. Gar kein Problem. Teile ich an der Stelle sehr gerne mit euch. Zweiter Hinweis, die nächste Folie kennt ihr schon. Also muss einmal mal wieder gezeigt werden, der sogenannte Risk Disclaimer. Also natürlich reden wir hier über Trading-Strategien und es gilt wie immer der Hinweis, wer schließlich und endlich in seinem Konto tradet, tut es natürlich auf sein eigenes Risiko. Aber das versteht sich, glaube ich, von selbst. Der Hinweis sei wie immer mal einmal gemacht und auch hiermit schon erfolgt. Also können wir mal direkt losstarten. Was machen wir heute? Was wird genau heute im Webinar behandelt? Ich will, bevor ich auf das eigentliche Thema gehe, nämlich die DAX Seasonals, will ich noch ein bisschen Zusatzinput nochmal hier liefern, nämlich
Ausgehend von meinem Eingangsstatement, eigentlich ist ja der DAX gar nicht so sehr mein Liebling. Und ich habe es hier schon mal ein bisschen genauer hingeschrieben. Der DAX ist eigentlich schwierig zu traden. Das ist natürlich ein Statement. Wahrscheinlich sagt jetzt mindestens die Hälfte von euch, ja klar, stimmt, hast recht, habe ich auch schon meine Probleme mit gehabt, mit dem guten DAX. Aber ich will es nicht dabei belassen, sondern ich will auch ein bisschen aufzeigen, warum der DAX eigentlich schwierig zu traden ist. Und will da auch mal einen kleinen Vergleich machen, einfach in der Stelle mit einem einzigen anderen Underlying. Allerdings ließe sich die Reihe auch da beliebig fortsetzen. Ich will einfach mal den DAX nachher mit dem S&P 500 vergleichen und daraus mal ein bisschen ableiten, hey, warum ist der DAX eigentlich auch schwierig zu traden? Was es nicht davon abhalten soll, nachher auf diese Strategie auch einzugehen, weil er hat nämlich auch was Gutes, der gute DAX. Kommen wir aber gleich zu. Dann wollen wir natürlich mal grundsätzlich über Seasonals reden. Nicht nur genau die eine Strategie im Allgemeinen, sondern da auch ein bisschen mal, was das eigentlich grundsätzlich heißt, wenn wir über Seasonal-Strategien reden und was denn da eigentlich so dahinter steckt. Und dann gehen wir natürlich in die eigentliche Strategie DAX. Ich mache hier schon mal den Hinweis, ich verwende auch heute hier relativ simultan die Begriffe DAX, FDAX, DAX, Xetra, relativ simultan, auch wenn ich natürlich die Unterschiede genau weiß und kenne. Vorbemerkung zu der schließlichen Strategie: Sie findet halt statt sozusagen auf dem FDAX, sozusagen nur wegen Trades laufen zwischen 8 Uhr morgens und 22 Uhr. Und das sind nun mal die FDAX-Handelszeiten. Aber getradet soll die Strategie oder kann die Strategie zum Beispiel hier bei JFD auf dem DAX-Kassa-Index, der in Wahrheit bei JFD 24 Stunden rund um die Uhr getradet wird. Aber wir wollen uns natürlich die guten Spreads hier auch sichern und da dürfen wir natürlich auch nicht außerhalb dieser Zeiten gehen, weil dann die Spreads entsprechend hochgehen. Also die Analyse ursprünglich war auf dem FDAX. Die Umsetzung kann aber auch genauso gut auf dem Index passieren. Die feinen Mini-Unterschiede, die es da gibt, die spielen für diese Strategie hier in Wahrheit gar keine Rolle, weil es nicht so sehr auf den ganz absoluten Kurswert ankommt. Natürlich weiß ich oder wissen wir alle, dass der FDAX und der DAX nicht den gleichen Kurs haben. Aber innerhalb eines Tages bewegen sie sich dann doch synchron und von daher ist dann die Unterscheidung nicht wirklich maßgeblich. Also, das gucken wir uns nachher an. Und hier steht schon mal der Hinweis, wo die Strategie nachher drauf abzielt, nämlich auf einem besonderen Seasonal, nämlich der Wochentag. Der Wochentag wird hier eine Rolle spielen und ist auch nicht der vielleicht gewöhnlichste Seasonal, aber dazu dann natürlich später mehr. Zuerst nochmal zur Eingangsfrage, warum ist der DAX eigentlich schwierig zu traden? Es sieht doch so verdammt einfach aus. Ich habe hier, bitte nicht missverstehen, es ist auch kein Scherz, wenn ich jetzt gleich hier ein bisschen lustig über diesen Chart hier rede. Aber so geht es uns Trader nun mal. Wir gucken auf zum Beispiel hier die historische Entwicklung vom DAX und das ist jetzt nicht mehr ganz brandaktuell, dieses Bild, macht aber überhaupt nichts an der Stelle. Es ist der DAX für die letzten 16, 17 Jahre. Und wenn man dann einfach diesen Chart hier vor sich sieht, dann hat man immer automatisch das Gefühl und Gespür, boah, ist das einfach. Mann, ist Traden einfach. Hier mein Short Trade eröffnet, natürlich lupenrein, hier unten dann verkauft, wieder Einstieg, dann hier, wo jetzt als nächstes meine Maus ist, nochmal den Short Trade bis hier unten und die Story brauche ich nicht weiter erzählen. Die könnt ihr selber genauso erzählen und es sieht dann so einfach aus. Man würde in Summe wahrscheinlich in diesen Chart, ich habe es jetzt nicht abgezählt, 8, 9, 10 Trades einmalen und das sind dermaßen grandiose Trades. Und da sagte Stefan hier gerade, DAX-Traden ist schwierig, sieht doch wirklich so einfach aus. Diese 10 Trades finden wir alle.
Und das Einzige, vielleicht wird es mal ein bisschen kritisch, so in der jüngeren Vergangenheit hier, aber auch da würden wir die entsprechenden Trades super einfach warte mal, jetzt wird dich gerade was gefragt. Stefan, geht deinem MacBook bald der Saft aus oder hängst du ohnehin am Netz? Nicht, dass du plötzlich weg bist. Also ich hänge, das ist ein, ist gar kein Laptop, sondern das ist ein feststehender Rechner. Also dem, wenn keiner den Stecker zieht, sollte dem nicht der Saft ausgehen. Ich weiß nicht, wo jemand bemerkt hat, dass hier gleich der Strom weggeht. Also ich hoffe mal nicht. Und wenn, dann wäre es wirklich der Netzstrom. Okay, zurück hier zum Chart. Also ihr seht, natürlich ist es scheinbar einfach. Die Details kennt ihr alle, wie schwer es ist. Und ich will jetzt auch gar nicht heute hier eine trendfolgende irgendwas DAX-Strategie aufstellen, die Trades hier munter ein paar Monate bis hin zu Jahren dann hält, sondern was ich nachher machen will, ist natürlich eine Tagesstrategie. Und ich will halt genau nicht diese Langzeitbewegungen hier mir angucken. Trotzdem kann man mal prinzipiell ableiten, warum eigentlich der DAX irgendwo schwierig ist. Und man kriegt schon so erste Vorgeschmäcke eigentlich aus dem Bild von gerade. Ich gehe nochmal kurz einmal zurück. So, was einem natürlich hier auffällt, ist, der EMA geht natürlich super lupenrein hier nach oben. Aber so der DAX selbst, der zappelt hier schon auch ganz schön rum. Und jetzt kann man natürlich hier weder Candles sehen, noch sonst irgendwas im Einzelnen. Aber man erkennt schon, dass diese Kanäle, die hier entstehen, schon relativ breit sind. Aber langsam, aber sicher lernt mich ja immer mehr kennen. Ihr wisst, ich will das genauer wissen. Und das natürlich dann wieder auch ein bisschen unter dieser statistischen Brille. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte den DAX einfach mit dem S&P 500 vergleichen, ich habe es mir jetzt gespart, hier die Kurse gleichzeitig in einem Chart zu zeigen, will ich aber fragen, hey, wie kann ich denn überhaupt die beiden vergleichen? Dass die prinzipiell irgendwie ähnlich durch die Gegend laufen, ist klar. Aber was natürlich jetzt interessant ist, sind so Fragen wie, wie sieht denn die Volatilität aus? Und um die Volatilität sich genauer anzugucken, kennen wir ja ein Hilfsmittel. Und das Hilfsmittel der Wahl an der Stelle ist zum Beispiel der ATR. Es gäbe jetzt noch andere Möglichkeiten, aber der ATR ist da einfach ein sehr vernünftiges Konstrukt. ATR steht ja für Average True Range. Und misst genau die Volatilität. Man könnte auch sowas Ähnliches sagen, es ist sowas wie die Schwankungsbreite der unterschiedlichen Tage. Wäre auch okay, ist tut aber nicht ganz, also wäre nicht mathematisch ganz okay, aber wir wissen, damit können wir die Volatilität durchaus messen. Das ist so eine Größe, die durchaus sehr interessant ist. Die beschreibt uns im Wesentlichen, wie groß sind denn unsere Tageskerzen? So ungefähr. Das andere, gerade wer jetzt länger im DAX unterwegs ist, also über mehrere Tage hinweg, der fragt natürlich immer eine zweite Sache. Wie ist denn eigentlich mal so die wirkliche Änderung von einem Tagesende zum nächsten Tagesende? Das, was ich also jetzt hier einfach close to close nenne. Damit meine ich, bezogen auf den FDAX, von 22 Uhr bis zum nächsten Tag wieder 22 Uhr. Das wäre dann der Close-to-Close beim FDAX. Auch eine interessante Frage, weil gerade wenn ich jetzt durchaus über Wochen und Monate in dem Trade bleiben will, dann, naja, schließlich brauche ich die Gesamtbewegung. Und deswegen ist es auch mal interessant zu fragen, wie viele Punkte schaffe ich denn so von einem Tag zum nächsten? Typischerweise. Und von daher ebenfalls eine sinnvolle Hilfsgröße. Jetzt habe ich das beides gemacht. Wir sind jetzt hier zunächst mal beim ATR. Jetzt muss ich gleich mal erläutern, was hier eigentlich wirklich aufgetragen ist. Das ist schon der ATR, aber nicht gegen die Zeit. Also nicht das, was man normalerweise erwarten würde, dass ich jetzt sage, hey, wir gucken uns einfach den ATR gegen die Zeit an. Nee, habe ich jetzt hier nicht gemacht, sondern ich habe die 16 Jahre
mal 250 ATR-Werte, habe ich jetzt also nicht nachgerechnet, wie viele das sind, irgendwie ungefähr 4200 verschiedene Werte, die habe ich jetzt einfach der Größe nach sortiert. Ich bezeichne sowas immer als sogenanntes Pseudohistogramm. Also der kleinste in den 16 Jahren je vorgekommene ATR-Wert, und das ist dann hier in Wahrheit in Prozent, ist ja ungefähr etwas kleiner als 1%. Wie gesagt, das ist nicht der ATR gemittelt über so und so viele Tage. Das heißt, wir haben jetzt hier die kleinsten ATR-Werte ganz links und die größten ATR-Werte ganz rechts. Sie sind einfach der Größe nach sortiert. Was sagt mir so etwas, so ein sogenanntes Pseudohistogramm? Das sagt mir, dass natürlich die sehr großen Werte viel seltener vorkommen. Also wenn man fragt, wie viele Werte sind in einem Intervall, dann, wenn das hier so steil hochgeht, dann haben wir nicht mehr so viele, kommt also wesentlich seltener vor. Und wir kriegen überhaupt mal ein Gefühl für diese Größenverhältnisse. Könnt ihr jetzt auch richtige Histogramme dazu machen und fragen, was ist der Median, der Mean und weiß der Geier was nicht alles. Also Mittelwert kommt auch gleich noch, dürfte hier irgendwie sowas wie 1,8% sein, ungefähr hier. Aber ist gleich zwei Folien weiter, kommt die Zahl auch noch wirklich. Viel wichtiger ist mir hier, dass wir uns das Ganze nochmal vergleichend angucken zum S&P 500. Der ist hier in Rot dargestellt. Und was natürlich auffällt ist, alle Werte sind kleiner. Und er geht zwar hier hinten, also sozusagen steil nach oben, und in der Spitze erreicht auch der S&P 500 nahezu denselben prozentualen ATR-Wert von ungefähr 4,5%, aber viel seltener. Das viel seltener kann man hier unmittelbar daran erkennen, dass das hier so steil nach oben geht. Das heißt, wir haben nicht so viele Zahlen, die zum Beispiel größer sind als 2,5%. Das dürften vielleicht 100 Tage oder so sein, wo der so groß war. Und die anderen 3.900 Tage war halt kleiner. Das heißt, extreme ATR-Werte kommen im S&P 500 wesentlich seltener vor. Will mal kurz auf ein paar Fragen eingehen. Also der VDAX wäre ebenfalls eine Möglichkeit, die Volatilität zu messen. Wäre auch beides verfügbar, sowohl für S&P 500 als auch für DAX. Also absolut berechtigte Bemerkung. Dann nochmal kurz, das Webinar wird auch aufgezeichnet und findet sich auch dann spätestens ab morgen auf dem YouTube-Kanal von JFD und auf meinem übrigens auch noch. Aber egal. Auf jeden Fall findet ihr den auch auf dem gewohnten Kanal von JFD. Genau, dann gibt es noch einen Hinweis zu einem DAX 500. Vielleicht würde das dann so ähnlich aussehen wie beim S&P 500. Muss ich passen. Habe ich jetzt keine Auswertung parat. Kommen wir nochmal zu der Schlussfolgerung, die wir hier schon ziehen. Also, der ATR vom S&P 500 ist deutlich kleiner. Und nur in seinen Extremen ist er dann wieder ähnlich. Zweite Betrachtung, die wir machen wollten. Close to close. Den Begriff Pseudohistogramm brauche ich jetzt nicht nochmal erklären, hatten wir gerade schon. Hier ist der Close to Close von diesen in Summe 16 Jahren. Und auch hier, also mit Close to Close meine ich immer von einem Tag zum nächsten. Und das dann absolut, weil natürlich gibt es Tage, die der steigt und es gibt Tage, der fällt. Und was man natürlich ja auch schon wieder sieht, wenn man mal so gedanklich hier so einen Mittelwert bildet, dann ist der sind das relativ kleine Zahlen. Ist ja auch logisch, so ein Anstieg oder Abstieg dauert ja seine Zeit. Wir sehen aber hier wieder eins sofort, nämlich auch hier hat der DAX die Nase vorn. Das heißt, die prozentuale Close-to-Close-Schwankung ist größer als im S&P 500. Jetzt kann man fragen, ist das gut oder schlecht? Und erstmal ist es nämlich nicht ganz so gut. Und alles ist hier prozentual. Das können wir uns mal zusammenfassend angucken und dann wirklich den Vergleich machen DAX mit S&P 500. Ich habe hier mal die
Mittelwerte auch gebildet. Übrigens, der ATR, den ich verwendet hatte, war in dem Fall 120 Tage. Ich habe den bewusst so ein bisschen sehr langsam gemacht. Das ist dann ein paar Monate, einfach nur, damit ich dann nicht auch noch hier großes Rauschen in meinen Daten habe. Ändert an der Aussage allerdings ohnehin nichts. Also, was heißt das jetzt hier? Der durchschnittliche ATR ist knapp 2%. Beim S&P 500 1,4% oder meinetwegen auch 1,5%. Also deutlich kleiner. Und genauso haben wir diesen Close to Close. Der ist ebenfalls beim S&P 500 einiges kleiner. Aber was heißt das jetzt? Irgendwie läuft der DAX, der S&P 500, sauberer. Gerade weil der ATR kleiner ist, ist der S&P 500 einfach nicht so schwankungssensitiv. Und jeder, der seine Trades ordentlich mit Take Profits und Stop Loss setzt, weiß, was dieses Rumschwanken gerne bedeutet. Nämlich, mein Stop Loss wird erreicht und ich werde aus meinem Trade rausgekickt. Und das ist natürlich jetzt beim DAX einfacher. Und wenn man alle Trades prozentual macht, ist es wirklich auch häufiger, dass es dann tatsächlich passiert. Ich werde halt einfach rausgekickt. Und die Schwankungen, wenn wir mal auf das Close to Close wiederum gucken, was auch ein zweites Schwankungsmaß ja ist, dann sind die ebenfalls beim DAX größer. Das heißt, auch wieder, dieses Herauskicken ist wahrscheinlicher. Wenn ich das in einem Satz sagen muss, fällt mir eigentlich nur eine Formulierung ein. Der DAX ist zickiger. Und sorry, mir fällt einfach kein besseres Wort ein. Also im Englischen würde man sagen, wiggling around, also hin und her wackeln. Ja, das kennen wir alle. Das ist genau der Feind unserer Trades im DAX. Kurz angetäuscht und auch intraday. Mal eben macht er 30 Punkte in die falsche Richtung, also jetzt gegen unsere Trade-Richtung und schwupps, sind wir draußen. Und natürlich kann man ja sagen, okay, macht den Stop-Loss doch größer und, aber irgendwo erwischt es eins immer. Okay, da kriege ich mal gerade eine alternative Formulierung. Vielen Dank an Jens. Ja, der ist bockiger. Auch gut. Zickig hat leider immer so einen anderen Unterton, aber egal. Aber ihr wisst, was ich meine und ihr kennt es auch. Das ist genau das, was wir im Trading tagtäglich sehen, dieses Rummeiern. Was einen so eben, der macht genau den Trade, die Trade-Richtung, den Trend, so wie wir uns wünschen, so wie wir in den Trade eingegangen sind. Nur leider einmal kurz in die Gegenrichtung und wir sind leider draußen. Denkt bitte nicht daran, dass oder meint bitte nicht, jemand hat euren Stop-Loss gesehen und wollte euch genau rauskicken. Vergesst es. Das ist eine Sprachweise, die jeder Grundlage entbehrt, weil kein Mensch interessiert sich für unsere kleinen Trades. Und keiner würde den Kurs in die Richtung manipulieren, nur um uns aus dem Trade herauszukicken. Also brauchen wir nicht, passiert nicht. Aber die Leidenden sind wir natürlich trotzdem, wenn es zu diesem Rumwackeln kommt. Gibt es eigentlich irgendwas, was beim DAX jetzt besser ist? Jo, gibt schon. Der DAX hat nämlich was ganz Fantastisches. Der hat eins der besten Spread-Kurs-Verhältnisse. Euro-US-Dollar ist ähnlich. Was meine ich damit eigentlich? Naja, ihr wisst, dass immer wenn ich von Traden rede, sage ich ja gerne diesen Satz, wir gehen in den Trade ein und schon in der ersten Millisekunde sind wir im Minus. Warum? Weil wir den Spread instantan verlieren. Der Spread arbeitet immer gegen uns und den Spread haben wir sofort, nachdem wir den Trade eingegangen sind, bereits verloren. Das ist aber beim DAX, wie jetzt bei zum Beispiel bei JFD, wenn den Kassa DAX handelt, das ist gerade mal ein Punkt. Der DAX selbst steht bei 12.000 Punkten und naja, ihr wisst alle, seit ganz jüngsten auf neuen Allzeithochs. Das Verhältnis Kurs 12.000 und Spread ist sagenhaft, günstig, gut. Machen wir das mal kurz beim S&P 500. Ich glaube, der Spread ist hier 0,4, der Wert bei irgendwie 2200 ist fast ein Faktor 2. Das heißt, das Spread-Kursverhältnis ist beim S&P 500 doppelt so schlecht.
Und das macht sich auf Dauer schon auch in den Trades bemerkbar. Das heißt, und das heißt natürlich schon, dass der S&P 500, auch wenn er in Summe träger läuft und sauberer läuft, dass die Kosten des Trades uns natürlich schon belasten. Und das macht den DAX natürlich wieder attraktiv. Und das macht den DAX insbesondere attraktiv, wenn wir viele Trades eingehen. Also wer den DAX jetzt auch noch womöglich intraday 10-mal handelt, der merkt diesen Spread oder das Kurs-Spread-Verhältnis absolut und gnadenlos. Übrigens, vielen Dank. Hier zwischendurch kommen gerade schon Komplimente rein. Zum Webinar höre ich natürlich gerne. Ich will den einen Satz mal, endlich mal eine vernünftige Erklärung und keine blöden Analysen. Genau. Ich meine, hoffe ich, dass das vernünftig ist. Und blöde Analysen, nee, die wird es bei mir nicht geben. Also hoffe ich auch wiederum. Also das Spread-Kursverhältnis vom DAX ist natürlich super. Und deswegen ist er auch interessant zum Traden. Auch Intraday. Womit wir jetzt leben müssen, ist mit dieser Zickigkeit. Also diesem, oder Bockigkeit. Das Wort finde ich ebenfalls gut. Und eine Antwort: Wir machen Seasonals. Wir machen eine Tagesstrategie. Also wir gehen schon auf die Trade-Frequenz, ein Trade pro Tag. Das ist so auch für den privaten Trader leistbar. Man muss hier genau zwei Aktionen machen, nämlich eine nachher um 8 Uhr morgens und eine um 22 Uhr. Und damit sind auch die Aktionen schon gemacht. Also wir haben eine Häufigkeit von grob 250 Trades pro Jahr schließlich, profitieren damit auch ein bisschen von den geringeren Kosten beim DAX, machen aber jetzt keine Overnight-Trades und haben damit auch keine Finanzierungskosten und nichts dergleichen. Nochmal kommt gerade ein Hinweis. Komisch, obwohl weltweit meistgehandelte Index ist, ist der DAX billiger. Ja, der S&P 500 ist natürlich der am meisten gehandelste überhaupt, gar keine Frage. Aber der DAX ist in der Tat günstiger in den Trades. Und selbst wenn man mal kurz den Exkurs macht zu den sozusagen echten Werten, also den Futures, dann müsste man hier den FDAX vergleichen mit dem sogenannten ES Mini. Das wäre dann der S&P 500. Da ist natürlich immer der Riesennachteil, dass die Punktwertigkeit vom FDAX so riesig ist, dass es nicht mehr mit jedem Konto zu traden ist. Aber kurz zu den Spreads, die man da typischerweise hat. Der Spread beim S&P 500 ist dann 0,25 Punkte und beim DAX weiterhin genau ein Punkt. Und selbst dann ist der DAX immer noch knapp besser. Aber trotzdem richtiger Hinweis, S&P 500 ist natürlich der am meisten getradete Index überhaupt. So, gehen wir mal weiter zur Strategie über. Wir wollen in die Seasonals, weil wir wollen uns ja nachher einen Vorteil verschaffen. Wir brauchen wieder diesen statistischen Vorteil. Aber gehen wir erstmal wirklich ganz allgemein auf die Seasonals ein und was es denn so gibt. Und jetzt nicht erschrecken. Ich habe das mal einfach getauft, die Mutter aller Seasonals. Ich glaube, da bin ich nochmal drauf gekommen, weil letztens war in den Nachrichten die Rede von die Mutter aller Bomben oder so ähnlich, so Mother of all Bombs. Deswegen hier mal die Mutter aller Seasonals. Das ist natürlich ganz klar, das ist das Klima selbst. Ganz bei mir in der Gegend, die nächste Wetterstation ist Dresden-Klotzsche und da sind jetzt gerade die Wetterdaten her. Warum mache ich? Ich will euch natürlich jetzt nicht hier das Wetter von Dresden erklären, sondern was sind Seasonals? Na, Seasonals sind natürlich Saisonalitäten und das beste, wiederkehrendste Ereignis, was man sich zum Beispiel hier als Exempel mal vor Augen führen kann, ist natürlich das Klima. Es ist jetzt keine Überraschung, dass im Sommer die Temperatur höher ist als im Winter. Also das Klima selbst brauche ich jetzt nicht zu diskutieren. Es geht um das Wiederkehrende. Und so einfach natürlich die Erklärung beim Klima oder bei der Temperatur oder dem
die jetzt hier abgebildet ist, so einfach das ist. Das ist ja wiederum genau das, dieses Wiederkehrende, was wir anschließend auch im Bereich der Börsen suchen, nämlich nach wiederkehrenden Mustern, jetzt aber nicht im Sinne von Candlesticks-Pattern oder irgendwelchen Mustern dieser Art, sondern wir suchen Sonderheiten, vielleicht Quartale, Monate, Wochentage, Uhrzeiten, was auch immer. Wenn wir einen statistischen Vorteil da raus erarbeiten können, na dann sind wir dabei. Das ist das, was wir wollen. Wäre so ähnlich wie, wenn ich denn mal im Juli eine Temperaturvorhersage machen sollte, dann heißt natürlich meine Antwort 25 Grad. Weil das steht hier nämlich. Ich käme natürlich nicht auf die Idee, für den Juli minus 10 Grad zu sagen. Ist klar. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr trivial, aber das ist der Vorteil, den ich natürlich habe, wenn ich so eine Analyse über zig Jahre habe und damit Grundverläufe, wie jetzt hier die Temperatur, dann auch entsprechend mir aufbauen kann. Nachher kommt schon mal der Hinweis, bei Guidance gibt es in einer Gruppe das Setup montags, dienstags short, dienstags, donnerstags long. Was hältst du davon? Wartet ab. Geht in eine ähnliche Richtung. Und ich gehe sogar so weit, dass auch die Gruppe schon mal mit mir in Kontakt war. Indirekt. Aber egal. Urheberschaften für Börsenstrategien gibt's ohnehin nicht. Aber was wir gleich hier sehen, sieht ein bisschen anders aus. Also jetzt werde ich gerade doch, nee, also das entspricht gar nicht dem Setup. Egal, wir werden es gleich ableiten und dann haben wir es auch ganz sauber. Und dann bin ich mir auch sicher, welche Wochentage wie wo getradet werden müssen. Ich glaube, das Grundkonzept Seasonals ist klar. Wir suchen das Wiederkehrende und Klima ist natürlich das Muster aller Seasonals. Gehen wir mal zur Börse. Das vielleicht umfassendste Seasonal, was ich kenne, ist auch in der Analyse, ist genau das, was jetzt hier gerade auf dem Schirm ist, nämlich der Four-Year-Election-Cycle der Amerikaner. Also, was macht man da? Man unterteilt, sagt einfach, okay, alle 4 Jahre wird gewählt. Letztes Mal hatten wir es genau im November letzten Jahres. Und die Amis wählen nun mal alle 4 Jahre. Und man hat einfach diesen Wahlzyklus, sich mal genauer angeguckt. Und zwar in seinen 4 unterschiedlichen Jahren. Also dem Jahr der Wahl, Election, dann halt dem nächsten Jahr, dann dem nächsten und dann sind wir wieder in dem Jahr vor der Wahl. Und dann kriegt man hier diesen Verlauf. Womit man zum Beispiel sagen kann, also im dritten Jahr, hier in diesem Midterm, wäre es wahrscheinlich am besten, einfach auf Basis von dem, was wir hier sehen, gar kein Trade machen. Weder Long noch Short, einfach überhaupt nichts. Sieht ziemlich flach aus, außer vielleicht noch ganz am Ende geht es mal hier dann hoch. Ich will jetzt nicht in die Monatsfeinheiten der unterschiedlichen Jahre, soweit will ich mich hier gar nicht reinwagen, aber wir wollen halt wiederkehrende Muster hier genau haben und dann solche Schlussfolgerungen ziehen, wie die von mir gerade, also im dritten Wahljahr am besten No Trade. Genauso kann man aber auch dann sagen, im Wahljahr, in der zweiten Hälfte, da darf man natürlich mal hier einen Long Trade machen. Und interessant ist auch, kurz vor der Wahl geht es hier erstmal so schön nach unten. Einige Bemerkungen. Das Gute an dem, was ich jetzt hier gerade aufgelegt habe, also es stammt ohnehin nicht von mir, Quelle steht dran, ist, es hat immerhin eine relativ lange Statistik, nämlich etwas mehr als 100 Jahre. Den Dow Jones gibt es schon so lange und gewählt wird ohnehin schon noch länger, aber von daher ist dieser Vergleich schon mal machbar und prinzipiell gut. Nichtsdestotrotz habe ich immer so ein kleines Problem mit diesen Seasonals. Nicht nur diesem hier, sondern auch mit vielen anderen Seasonals. Und ich nenne das Problem in aller Regel die schwache Statistik. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt den DAX auf Monatsbasis für die letzten 10 Jahre mir angucke,
Nein, was habe ich denn dann? Dann bilde ich irgendwelche Mittelwerte von 10. Also ich habe 10 mal einen Januar, ich habe 10 mal einen Februar, wenn ich das mal auf Monatsbasis machen will. Das heißt, ich habe eine Statistik von 10. Das ist natürlich nicht gerade der Brüller an Statistik. Ich lese gerade einen Kommentar, deswegen verstumme ich hier gerade kurz. Aber nee, brauche ich gar nicht vorlesen. Okay, aber das unterbricht mich dann mal kurz. Aber ich danke immer für die ganzen Kommentare. So komme ich wenigstens hier auch mal noch zusätzlich zum Schmunzeln. Also das Problem ist natürlich die Statistik. Wir haben bei solchen Quartalsweisen, Monatsweisen, Seasonals einfach immer das Problem geringe Datenbasis. Kommt nicht so viel bei rum. Also mein Beispiel mit den 12 Mal hat man dann im Januar oder 10 Mal nur, wenn wir 10 Jahre betrachten. Selbst wenn ich auf 30 Mal gehe, es ist immer noch nicht 30 Jahre, es ist immer noch nicht allzu viel. Dann kommt noch was Zweites dazu. Nämlich, ich habe es hier mal dran geschrieben, das allgemeine Trendverhalten. Es ist nun mal kein Geheimnis, dass über die letzten 100 Jahre der Dow Jones im Schnitt, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf, glaube, im Schnitt ist er 6% oder 8% jedes Jahr gestiegen. Das heißt, dass jetzt hier diese gesamte Kurve einfach von links unten nach rechts oben geht, ist eigentlich keine Überraschung, weil, naja, die Börse geht nun mal auf dieser Zeitskala nach oben und da kann selbst mal so ein paar kleine Crashes, die zwischendurch waren, auch nichts dran ändern. Das heißt, wir haben so ein allgemeines Trendverhalten, was dem Ganzen noch überlagert ist. Und insofern wäre hier tatsächlich das dritte Jahr die wirkliche Ausnahme, weil dieses, ich mache mal etwas falsche Prozentrechnung, wenn ich hier sehe, über 4 Jahre sind wir von 100 auf 125 hoch, ja, dann sind es meine 6%, die im Schnitt da jedes Jahr sowieso halt angewachsen sind. Das heißt, das müssten wir schon fast wieder rausnehmen, wenn wir jetzt hier Aussagen machen wollen. Ist also, wir brauchen Seasonals, die ein bisschen kürzer sind, Stunden oder nachher gleich werden es Wochentage, also so wie auch schon gerade, so wie auch gerade schon mal Hinweise kamen. Die generelle Methode der Seasonals ist also klar. Zyklische, wiederkehrende Ereignisse, diese erzeugen ein Muster. Denkt wieder an das Klimadiagramm. Das ist dann sozusagen das Muster. Dieses, naja, im Winter ist es halt kalt und im Sommer ist es halt warm. Und dazwischen ist es im Übergang. Das ist das wiederkehrende Muster. Und wenn wir sowas Ähnliches haben, hey gut, dann haben wir unseren Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und diese Ereignisse jetzt mal auf Börse wieder bezogen, können natürlich viel sein. Monate, Wochentage oder Monatstage, auch ein durchaus interessantes Gebiet für Aktientrader. Da kann man zum Beispiel gucken, was ist besonders an Monatsanfängen oder Monatsenden los. Kann man da Schlussfolgerungen ziehen? Die Antwort ist übrigens ja, kann man. Wochentage ist natürlich auch was Schönes. Hey, wir haben nun mal die Montage, die Dienstage und dergleichen. Stunden wären auch nicht das Verkehrteste. Gerade bezogen auf bestimmte Underlyings. Das führt uns dann allerdings auch schnell in ganz andere Strategien, nämlich Breakouts, und zu denen kommen wir ohnehin nochmal. Alles lebt natürlich von einer Grundannahme, aber das ist unsere Grundannahme, die wir beim Traden ohnehin ständig praktizieren. Alles wiederholt sich. Daraus leiten wir ohnehin unsere Trading-Strategien ab. Das, was sich mal bewährt hat, soll natürlich wiederkehren. Und das ist natürlich unsere Grundannahme. Gerade kam noch ein schöner Hinweis zu diesem allgemeinen Anstieg von meinen 6% da von den letzten 100 Jahren im Dow Jones. Die Inflation sollte man jetzt fair und korrekterweise auch noch rausrechnen, ist natürlich absolut richtig. Zumindest wenn man im Sinne eines Wertzuwachses denkt und jetzt nicht in dem reinen Börsenkurs. Was wir jetzt nun machen, ist, wir gucken uns mal an, gibt es eigentlich eine Vorzugsrichtung zwischen der Frage, welchen Wochentag haben wir und geht der DAX eigentlich eher rauf oder runter? Und die Antwort wird sein, es hängt davon ab. Und wovon? Noch davon, ob wir im Bullen- oder Bärenmarkt sind. Kriegen wir aber gleich sofort raus. Hier will ich kurz die Entstehung dieser Strategie in einem Excel-Sheet zeigen.
Und wie immer gilt das Angebot, wer es haben möchte, kann es gerne auch von mir hier bekommen. Ich will euch aber einfach auch zeigen, wie jetzt diese Strategie in Summe entsteht. Und ich hoffe, ihr braucht die kleinen Zahlen hier nicht sehen. So viel kurz mal nur zum Excel-Sheet selbst. Natürlich sind hier einfach jetzt die FDAX-Kurse drin, also das, was immer um 8 Uhr morgens anfängt und um 22 Uhr beendet wird. Das Ganze ab dem Jahr 1999. Und ja, jetzt wollen wir uns natürlich die Wochentagsfrage stellen. Die erste habe ich hier schon, ist schon gerade aufgemalt, nämlich die Frage, gibt es eine besondere Schwankung? Es war zwar jetzt nicht unsere Ursprungsfrage, eine besondere Schwankung zu einem bestimmten Wochentag. Also jetzt die Frage wäre noch die Frage, ist zum Beispiel der Montag volatiler als der Donnerstag oder so ähnlich? Das war jetzt noch nicht die Ausgangsfrage, die uns zu der Strategie führt, ist aber trotzdem mal kurz, weil es fällt hier so en passant noch nebenbei ab, auch mal interessant zu fragen, wie sieht's denn damit aus? Antwort: herzlich wenig. Also wenn hier noch irgendetwas auffällt, dann ist es vielleicht noch der Freitag als der Tag, der eher kleinere, mittlere Tagesschwankungen hat. Der Montag ist allerdings so ähnlich. Der schlimmste ist der Donnerstag sozusagen. Der hat die höchsten Tagesschwankungen im Mittel über die letzten 16 Jahre. Das könnte allerdings auch, also wenn ich jetzt mal schon mal erkläre, dann das könnte gut News getrieben sein. Und zwar News im Sinne von dass Donnerstags ist der Fett-Tag beispielsweise, nur als eine Möglichkeit. Brauchen wir aber auch nicht. Wir wollen ja nicht wirklich Tagesschwankungen handeln und fragen, wer ist denn da am größten oder nicht. Wir werden gleich sehen, wir brauchen eine Zusatzinformation. Und zwar, wir brauchen ein EMA. Was wir nämlich herausarbeiten müssen, ist die Frage, können unsere Wochentage nicht relativ zu einem Bullen- oder Bärenmarkt uns zu einer bestimmten Aussage bewegen? Ich gebe euch mal gleich die Antwort. Danach wird auch sofort klar, was ich hier eigentlich meine und worüber ich hier eigentlich wirklich gerade rede. Lasst mich zunächst mal das Bild erklären, dann wird auch gleich sofort alles klar. Ich habe ja hier nach Wochentagen analysiert. Und übrigens, wer mal genau hier ins Excel-Sheet gerade reinguckt, das hier sind hier immer diese Wochentage. Zahlen zwischen 2 und 6, also das ist der Wochentag. Und dann habe ich jetzt gesondert analysiert. Den Montag beispielsweise. Und je nachdem, ob wir in einem Bullen- oder einem Bärenmarkt sind. Ich beantworte auch sofort die Frage, wie ich definiere ich Bullen- und Bärenmarkt? Ganz einfach. Ich habe einfach einen EMA in den Chart gelegt. Und zwar so wie jetzt hier gerade auch in dem Bild oben. Da es 16 Jahre oder 17 Jahre lang sind, sieht man jetzt hier nicht mehr die Details von dem EMA. Ist der Kurs oberhalb vom EMA Bullenmarkt? Ist der Kurs unterhalb Bärenmarkt? Ich will das jetzt nicht zum allgemeinen Kriterium für Bullen- und Bärenmarkt erheben, um Gottes Willen. Ich brauchte nur irgendein Kriterium und da lag es mir einfach am nächsten zu sagen, hey, ich nehme einfach, ist der Kurs oberhalb Bullen, ist der Kurs unterhalb Bärenmarkt, Ende. Und jetzt wird es natürlich plötzlich aber interessant. Gucken wir mal auf den Montag. Wenn wir uns hier diese Balken mal angucken und interpretieren, was heißt das? Wenn wir in einem Bullenmarkt sind, Kurse also oberhalb vom EMA, dann haben wir montags eher mit einem Anstieg zu rechnen. Wären wir in einem Bärenmarkt, hätten wir eher mit einem, zwar wahnsinnig klein, nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Zahlen hier fest, wäre es genau das andere, wäre es sozusagen genau andersrum, immerhin. Das heißt, montags wäre also der Tag, wo man in einem Bullenmarkt long tradet. Am Dienstag, hey, genau andersrum. Dienstags wäre also der Tag, obwohl wir in einem Bullenmarkt sind, wie jetzt zum Beispiel aktuell, keine Frage, der Kurs ist oberhalb von jedem EMA, wäre Dienstag der Short-Tag. Und in der Tat, ich werde euch nachher das Konto zeigen,
habe ich heute Morgen einen Short Trade eröffnet. Das muss natürlich nicht jedes Mal gut gehen, keine Frage. Aber in einem Bullenmarkt ist dienstags der Tag, der eine Vorzugsrichtung hat nach Süden. Und genau umgekehrt sind wir in einem Bärenmarkt, also fällt eigentlich der ganze Markt gerade. Ist es an der Zeit, dienstags einen Long Trade zu eröffnen. Das macht mir jetzt hier diese Grafik. Und so könnt ihr das jetzt bis zu Ende interpretieren. Nehmen wir uns mal auch den zweitdeutlichsten Tag, das ist der Freitag. Freitag wäre dann auch wieder so ein Tag, wo man normal handelt. Das ist für mich dann ein Normaltag, sprich in einem Bullenmarkt Long und in einem Bärenmarkt würde man Short traden. Genau so kann man das hier ableiten. Und dieses Excel-Sheet ist absolut kein Kunstwerk. Es geht einfach nur hin und sortiert mir meine Tageskursschwankungen, ich komme gleich noch drauf, einfach nach Wochentagen. Und ich filter die entsprechend raus, weil ich immer gucke, hey, welchen Wochentag haben wir? Und dann wird die Zahl bestimmt, wie die Tagesschwankung war. Und dann mache ich nachher nichts anderes und bilde den Mittelwert. Das ist alles. Und das erzeugt mir automatisch dann schon diese Grafik hier, sodass ich ableiten kann, Bullenmarkt, Bärenmarkt und soll ich jetzt Long oder soll ich Short traden? Jetzt wollen wir natürlich mehr. Wir wollen hier natürlich was auch wissen über Drawdowns, über einer solchen Strategie und wie geht es denn damit genauer weiter. Nur, dass man es schon mal einmal gesehen hat, es gibt zwei Möglichkeiten, die Trades, die ja hier entstehen, darzustellen. Das eine ist einfach in Punkten, was nicht mein Favorit ist, aber ich will es trotzdem mal zeigen. Dass man, weil der DAX war natürlich vor 15 Jahren bei, keine Ahnung, 2000 Punkten, da war dann ein paar Punkte am Tag, war schon ein richtig fetter Gewinn. Deswegen ist das rein trading-technisch nicht die geeignetste, beste Darstellung, nur der Chart sieht halt so schön aus. Und das sind dann die DAX-Punkte nach diesem Regelwerk. Also wenn man an dem jeweiligen Tag so getradet hat, wie einem diese Balken das dann vorgeben. Kommt schon gerade genau die richtig ganz spezielle Frage, woran mache ich eigentlich fest, dass ich in einem Bullen- oder Bärenmarkt bin? Ich habe es gerade immer so gesagt, ich vergleiche es mit mehr mal. Ich sage es aber auch nochmal ganz konkreter. Wir kriegen immer auf Close-Kurs-Basis einen EMA-Wert. Also, man muss sich das so vorstellen, 22 Uhr, Markt der FDAX schließt, es gibt einen Close und damit gibt es auch einen Close, einen letzten EMA-Wert. Das ist der Wert, der jetzt feststeht. Dieser EMA-Wert. Am nächsten Morgen um 8 Uhr öffnet die Börse und jetzt wird einfach dieser 8 Uhr Morgenskurs mit dem EMA-Wert des Vortages verglichen. Größer Bullenmarkt, kleiner Bärenmarkt. Das ist dann die komplette Definition. Jetzt schreibt schon gerade jemand sensationell. Vielen Dank, Stefan. Genau. Der EMA, der jetzt hier gerade zugrunde liegt, ich will es gleich mal auch zeigen, man kann ihn auch verändern, ist übrigens ein 40er EMA. Und das Schöne ist, man kann den auch verändern und es tut sich nicht allzu viel an der Equity, was ich wieder richtig gut finde. Dass sich dann nämlich nicht viel tut, sagt etwas über die Stabilität dieser Strategie aus. Ich kann aus technischen Gründen, wird gerade gefragt, ob ich nicht das Sheet hier gleich zum Download bereitstellen kann. Ich gebe euch die Erklärung, wie sie ist. Ich kann nur PDF-Dokumente hier reinstellen und naja, dieses Sheet hier als PDF-Dokument nützt nichts. Also bleibt nur der Umweg über die E-Mail. E-Mail-Adresse kommt gleich auch nochmal wieder am Ende. Jetzt habe ich das Ganze natürlich, will ich nicht im DAX-Punkten reden, sondern ich habe das schon auch in regulären Trades abgebildet. Trades, die dann auch einen Stop-Loss kriegen. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Trades, die einfach einen Stop-Loss kriegen, nämlich, ich sage gleich mal die Zahl, 1,1%. Und wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, hier über die Handelsstrategie zu reden im Sinne von was hatten die jetzt eigentlich noch für Freiheitsgrade und was hat die überhaupt für Stellschrauben? Na, die Stellschrauben gibt es hier nur zwei Stück. Stop-Loss, EMA. Den Rest
entsteht von selbst. Die Logik, welche Wochentage wie zu traden sind, alles entsteht von selbst. Und jetzt kann ich natürlich auch hier im EMA drehen und gehe mal von 45, von 40 auf 45. Und jetzt kann man darüber streiten. Sieht sie jetzt besser oder schlechter aus? Wahrscheinlich tendiert jeder von euch zu sagen, hey, die Equity-Kurve sieht jetzt besser aus, als ich von 40, EMA 40 auf EMA 45 gegangen bin. Die mathematische Antwort ist schlechter geworden. Ich sage euch kurz warum. Und zwar der Drawdown. Das war hier ganz am Anfang passiert, aber ich gucke halt immer auf die ganze Historie. Also ich gehe mal wieder zurück auf 40. Das Gute ist, in Wahrheit, so viel tut sich da nicht. Und das spricht für eine recht stabile Strategie. Dann werde ich gefragt, wie hoch ist denn die prozentuale Trefferquote? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss ich einfach passen. Ließe sich heraus berechnen, bräuchte ich jetzt ein paar Minuten. Aber ich habe keine Ahnung. Da wird nochmal ganz genau gefragt wegen meiner Bedingung, Bulle, Bär. Also ich mache es tatsächlich an dem 8 Uhr Morgenskurs fest. Jetzt bin ich allerdings sozusagen mathematisch genau. In 99% aller Tage ist es völlig egal, ob ich den Open oder den Close vom Vortag nehme, um zu fragen, bin ich in einem Bullen- oder einem Bärenmarkt. Denkt einfach mal an die aktuelle Chartsituation. Malt da mal ein 40er EMA rein. Ich zeige den Chart gleich ohnehin. Und naja, wo auch immer der DAX heute schließt, es ist weit oberhalb vom EMA. Also ich weiß, dass wir morgen früh, also wenn jetzt nicht heute Nacht die Welt untergeht, der Open garantiert wieder oberhalb vom EMA-Wert von heute 22 Uhr ist. Das ist ziemlich, ziemlich sicher. Also in aller Regel weiß man schon sehr viel früher. Kommt nochmal ein Hinweis, schöne glatte Kurve. Danke, ja. Und auch durchaus anerkennt, dass es natürlich auch Drawdown-Phasen gibt. Aber das wissen wir. Aber für eine Zwei-Parameter-Strategie ist das Ganze in der Tat sogar relativ glatt, relativ und völlig akzeptabel. Also erstmal alles ziemlich vernünftig. Jetzt bin ich gerade dabei, diese Strategie hier, also die Historie seht ihr, wie alt die ist, aber das soll natürlich hier noch weitergehen. Im Moment habe ich die Strategie schon mal auch hier in einem Konto laufen lassen. Und wer jetzt genau die Symbolik hier schon erkennt, wird sehen, dass ich sie noch im Moment auf dem Future sogar trade. Also jetzt nicht dem DAX Cash, sondern dem DAX Future, der dann auch einen höheren Spread hat. Das mache ich allerdings nur aus einem Grund. Der Expert Advisor, der das Ganze hier auch vollautomatisch nachher machen soll, der würde mir im DAX im Moment noch den Trade um Mitternacht eröffnen. Und das will ich natürlich nicht. Es wird gerade noch verändert. Und dann wechsle ich hier auch das Symbol zum normalen DAX. Und dann hier im Moment ist es so, der Trade wird morgens um 8. Wer jetzt ganz genau guckt, sieht hier 7:01 Uhr, also heute Morgen um 7:01 Uhr, JFD-Uhrzeit. Und das ist genau die 8 Uhr. Da wird der Trade immer eingegangen. Und ein paar Tage Historie habe ich immerhin, will ich euch auch zeigen, wie denn das hier auch sozusagen im echten Trades aussieht für die letzten 2 Wochen ungefähr. Die komplette Historie hatten wir gerade ohnehin die hatten wir gerade schon im Excel-Sheet. Das ist die Historie der letzten 12 Trades. Natürlich war gestern ein ziemlich schöner Trade. Gestern war Bullenmarkt, also ihr seht es daran, hier ist der 40er EMA, die rote Linie. Wir waren weit oberhalb, hat der eröffnet. Das heißt, es war Montag. Montag ist immer ein sogenannter Normaltag. Das heißt, in einem Bullenmarkt macht man genau das, was man ohnehin eigentlich tun würde, nämlich long gehen. War natürlich ein grandioser Trade, keine Frage. Und hat natürlich auch das Konto hier nochmal extra nach oben gezogen. Egal.
Es ist ohnehin eine viel zu kleine Statistik, um irgendetwas hier zu beantworten. Viel wichtiger ist mir persönlich natürlich die Statistik. Sie schaut auf die letzten 16 Jahre. Und das ist natürlich schon absolut maßgeblich. Wer gerade gefragt, woran erkennt man bei JFD, ob es ein Demo oder ein Echtkonto ist, will ich auch kurz zeigen. Das war natürlich noch ein Demokonto. Wie immer, wenn ich noch Expert Advisor beispielsweise teste, mache ich es natürlich in einem Demokonto. Und hier oben schon sieht man unmittelbar JFD Demo, ganz fett nochmal daneben. Demokonto ist natürlich in dem Fall ein Demokonto. Braucht man natürlich wirklich hier einen Expert Advisor? Ehrliche Antwort, nicht wirklich. Das ist eine Strategie, die kann man auch sehr, sehr schön und einfach so handeln. Und um die Regeln nochmal zusammenzufassen, habe ich es auch hier gleich nochmal auf einer einzigen Folie gemacht. Also, was machen wir? Wir vergleichen um 8 Uhr morgens den Open einfach mit dem EMA-Wert vom Vortag. Das liefert uns die Entscheidung Bullen- oder Bärenmarkt, je nachdem, ob wir oberhalb oder unterhalb sind. Und ich hatte es vorhin schon auch schon gesagt und hier nochmal hingeschrieben, an den meisten Tagen weiß man das sowieso schon vorher. Gar keine Frage. Und dann gibt es ganz einfache Regeln. Bullenmarkt, montags, donnerstags und freitags long und sonst halt short. Und im Bärenmarkt genau umgekehrt. Montags, donnerstags, freitags short und sonst long. Der Trade-Einstieg, der erfolgt um 8 Uhr morgens und der Stop-Loss ist hier 1,1%. Auch das kann man übrigens in dem Excel-Sheet einfach mal rumspielen. Auch kleinere Stop-Losse, größere Stop-Losse dann entsprechend berechnen. Die Equity-Kurve wird dann immer in R berechnet, also in Einheiten des Risikos, so wie es auch am besten für jede Handelsstrategie gemacht wird. Ja, und der Trade, der wird einfach um genau genommen kurz vor 22 Uhr, weil wer jetzt wirklich den FDAX handeln würde, muss ja dann um 22 Uhr raus sein. Also Minute vorher. Das Excel-Sheet tut ehrlich gesagt genauso, als ob es 22 Uhr wäre, aber das sind jetzt Feinheiten, auf die es nicht wirklich ankommt. Also kurz vor 22 Uhr wird der Trade beendet, wenn er denn noch lebt. Also sprich, wenn der Stop-Loss nicht erreicht wurde. Ein Take-Profit hat der Trade nicht. Das heißt, er läuft einfach von 8 bis 22 Uhr. Und that's it. Also ganz einfache Strategie und wer die Strategie hinterfragt, sie hat nur zwei Freiheitsgrade, was ziemlich cool ist. Und sie ist sehr leicht umsetzbar, weil ich muss zwei Aktionen am Tag machen. 8 Uhr, 22 Uhr. Ja, und wenn der Trade sogar zwischendurch in Stop-Loss gelaufen ist, kann ich mir meine 22 Uhr Aktion auch noch sparen, weil dann ist sie ja schon bereits gemacht. Also sehr, sehr einfach und nichtsdestotrotz auch schon ziemlich, ziemlich einfach in der Umsetzung. Ich muss immer ein bisschen nebenbei lesen und ihr merkt, ich bin nicht wirklich multitaskingfähig, wie die meisten Menschen und Männer schon mal gar nicht. Also war nochmal gerade, sind Lichter aufgegangen bei einigen Zuhörern hier, was Trading-Ansätze angeht. Also ich hoffe, soweit ist die Strategie ziemlich einfach. Natürlich hier nochmal gleich auch in der Zusammenfassung unten nochmal zum Mitschreiben meine E-Mail-Adresse. Also wer das Excel-Sheet dazu haben möchte, schicke ich gerne mit zu. Ansonsten Zusammenfassung über Seasonals. Ja, gibt es ganz schön viele. Aber man muss gucken, dass man auch solche kriegt mit ausreichender Statistik. Deswegen gehe ich hier von der Zeitebene auch tatsächlich auf in dem Fall jetzt Wochentage, um wenigstens ein bisschen Statistik zu haben. Also 250 Tage hat ungefähr das Börsenjahr. Damit haben wir 250 Montage. Bei 10 Jahren haben wir dann immerhin schon mal 2500 verschiedene Montage. Da wird langsam die Statistik auch eine echte Statistik und deswegen gibt es dann auch etwas entsprechend Belastbares, was wir daraus ableiten können. Und was wir halt gemerkt haben, es gibt Vorzugsrichtungen für die Wochentage. Und zwar genau umgekehrt, Bullen- und Bärenmarkt. Und daraus konnten wir dann auch eine komplette Trading-Strategie ableiten.
und dann entsprechend umsetzen. Ich gehe mal gleichzeitig die Fragen hier noch durch. Ja, der 1,1% Entfernung des Stop-Loss bezieht sich auf den Open. Machen wir mal, nur damit ich hier auch ohne Taschenrechner rechnen kann, mache ich mal eben aus den 1,1% 1% und den DAX-Kurs zu 12.000 wäre also der Stop-Loss 120 Punkte entfernt. Und dann wird das Ganze übrigens auch gerade bei JFD in dem normalen DAX richtig schön handelbar, weil wir den auch mit 0,1 Lot traden können. Punktwertigkeit ist 1 Euro. Das hieße, wer da jetzt die sozusagen die kleinste Einheit traden würde, würde einen Trade mit ungefähr 12 Euro Risiko eingehen, wenn man 0,1 Lot tradet und diese Stop-Loss-Regel entsprechend umsetzt. Gut, lest mal gerade weiter. Passt soweit alles. Ziemlich viele Smileys, die hier reinkommen. Vielen, vielen Dank. Und da muss ich mal, lese ich mal eben laut vor. Ja, aber es gibt auch tägliche Zeitspitzen im DAX. Warum berücksichtigst du nicht und schließt zu diesen Zeiten anstatt um 22 Uhr? Ja, in der Tat kann man natürlich hinterfragen, ob wir nicht zum Beispiel so Trade oder Tage FED-Zinsentscheid, wo dann plötzlich um 22 Uhr nochmal wer weiß, was im Markt losgehen kann, ob man die gesondert beachten sollte oder EZB-Zinsentscheide oder alle 2 Wochen Non-Farmers Payroll freitags und. Ihr merkt, wenn ich anfange, das alles aufzuzählen, wird die Liste immer länger, 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 länger. Jetzt könnte ich A, die Tage alle rausfiltern, dann wird meine Statistik wieder ein bisschen kleiner. Okay. Zweites Problem, das jetzt noch sauber zu synchronisieren zu den echten News, ist einfach in der Analyse nicht ganz trivial. Von daher sage ich, hey, ich habe hier 19 Jahre mir angeguckt, 17 Jahre mir angeguckt, da waren alle möglichen News drin, da waren Brexits drin, da war, ach, ihr wisst, wahnsinnig viele unterschiedlichste Sachen, die da alle drin sind. Und ja, von daher sage ich, okay, dann nehme ich auch die zukünftigen Ereignisse mit. Oh, jetzt geht's hier noch munter weiter. Gut. Sie bieten doch einen Seasonals-Indikator an. Wäre es möglich, dies bei einer Kontoeröffnung bei JFD zu erhalten? Einfach mal eine Frage an den Kundensupport von JFD. Muss ich ansonsten passen? Wenn es sonst nicht weiterhilft, dann einfach E-Mail bitte einfach an mich. Okay, tolle Strategie. Und ja, soweit. Bin ich ja nochmal durch die Fragen ein bisschen durch. Hey, wir haben schon leicht überzogen, aber ich sehe, Interesse war und ist vorhanden. Soweit zu der Strategie. Natürlich auch vielen Dank immer an JFD, die hier genau uns allen diese Webinare hier ermöglichen. Geht mit neuen Themen weiter. Also im Mai gibt es wieder 2, auch von mir und ohnehin auch von den vielen anderen tollen Referenten gibt es wirklich gute Sachen zu hören und zu berichten. Also, soweit von für heute. Euch allen noch einen schönen Abend. Und wer die Excel-Sheets haben möchte, kurze E-Mail, die ersten haben schon geschrieben, das habe ich gerade schon gesehen. Ansonsten bis demnächst und noch eine schöne Woche. Macht's gut, tschö.